Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 2, wo wir jetzt hier versuchen werden, den Dunkelelfen hier mal so ein bisschen eine reinzudrücken. Mal gucken, ob die sich das mit sich machen lassen. Sieht beinahe so aus. Wird auf jeden Fall keine leichte Schlacht, gespeichert haben wir ja schon. Das heißt, wir können dann quasi uns überlegen, falls es jetzt hier wirklich fürchterlich schief gehen sollte, ob wir das überhaupt machen wollen. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir das gewinnen können bei dieser unfassbaren Menge an Beschuss. Wir haben ja auch einen leichten Vorteil hier. Was sagt das Terrain? Es sagt erstmal, ich muss laden. Ja, es gibt so eine kleine Hügelgruppe hier so in der Mitte. Mal gucken, wie sich das für uns auswirkt. So. Also ich gehe mal momentan davon aus, dass da... Also es gibt nicht viel Wald, der im Weg ist. Das heißt, wir haben definitiv eine gute Sicht auf den Gegner. Die Frage ist, ob wir uns so schräg hinstellen. Ich weiß es noch nicht. Uns fehlt halt so nach wie vor so ein bisschen die Kavallerie. Aber das ist momentan... Oh, Aufstellung starten können wir machen. Oh, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, so wie sie das hier darstellt. Das ist nicht mal wirklich eine... Das sah jetzt schlimmer aus, ganz im Ernst. Auf den ersten Blick. So, die bleiben jetzt wirklich eiskalt so stehen. Dann würde ich mal sagen, schicken wir mal hier die Schratis wieder nach vorne. Machen so breit wie nur geht. Wo sind nochmal die Jungs? Ach Gott. Ach, willst du mich verarschen? Ich habe versehentlich die ausgewählt. So, jetzt. Dann würde ich sagen. Die weißen Löwen. Also die dahin, die haben eine magische Aura. Deswegen will ich die hier so im Zentrum haben. Die weißen Löwen dahin. Die Phönixgarde dahin. Für den Fall, dass da was kommt. Und die Schwertmeister hier noch ins Zentrum dahinter. Dann den Drachen. Lasse ich hier so drüber schweben fürs Erste. Die Fernkämpferinnen stellen wir wie immer hier ziemlich eng gebundelt hinter die erste Kampflinie. Ich habe keine Ahnung, warum die sich so komisch aufstellen lassen. Ich will eigentlich, dass sie alle gleich lang sind, ne? Das geht aber aus irgendeinem komischen Grund nicht, obwohl sie alle gleich viel im... Jetzt, oder? Hallo? Ist nicht doof? Ich weiß es nicht. Die haben jetzt hier eine zu wenig, die haben jetzt hier eine zu viel von den Reihen, ja. Ich kann es aber gerade eben echt nicht ändern. Ja, ich akzeptiere, das ist halt einfach widerwillig. So, die Speerträger stellen wir dahin. Bringen wir also zusätzlichen Schutz in die Front. Alariel tun wir dahin. Den Prinzen tun wir dahin. Und den Edlen, das ist ja gar kein Prinz. Arti geht auf die Nummer 2 und ihr werdet die Nummer 1. Ja, komm, dann mache ich euch zur Nummer 4, wenn ihr auch eine Nummer habt. Los geht's! Was zur Hölle ist da jetzt schon gleich am Anfang am Start? Kaum hast du was gemacht, schon wird hier böse gezaubert. Dann will ich doch gleich mal dagegen regenerieren. So, was kann ich machen? Also ich werde auf jeden Fall hier die Verbannung machen, sobald ich kann, sobald es Sinn macht, sie zu zünden. Die weißen Löwen gehen dahin. Die gehen dahin. Euch stelle ich... Hallo? Euch stelle ich so auf. Euch stelle ich so auf. Wir versuchen die jetzt hier einfach mal eiskalt rauszuknallen. Wow! Was die für ein Scheiß da schon wieder machen. Wirbelsturm. Die haben jetzt, glaube ich, auch irgendwas Fliegendes. Genau, den Kollegen. Den Wirbelsturmen wir jetzt hier mal raus. Was die jetzt zusammenzaubert, hast doch keine Kuh raus. Unfucking fassbar. So, mein Drache darf jetzt hier gleich mal mit Feuer spucken. Und zwar da rein. Mein Prinz schicke ich damit drauf.
Oh Gott, was hier alles gerade eben gleichzeitig passiert, ist der absolute Wahnsinn. Mal wieder. Mir fehlt natürlich jetzt gerade eben die Energie. Ich kann sie jetzt hier auch noch mit reinschmeißen. Nahkampf. Hier. Ah, da drüben gewinnen wir diesen Nahkampf. Das ist sehr gut. Den Drachen können wir jetzt benutzen, um da hinten noch anzugreifen. Ist das eigentlich eine Zauberin? Ja, dann soll der Drache die Zauberin angreifen. Sounds like a plan. Diesen Nahkampf haben wir gewonnen. Die werden auch höchstwahrscheinlich nicht mehr allzu schnell wiederkommen. Angriff hier. Ja, die Schlacht ist eigentlich für uns schon so gut wie entschieden. So, wie sieht's aus? Hier, die fliehen jetzt gleich. Sie könnte hier noch ein bisschen mitmischen. Die haben auch endgültig voll aufgeräumt. Die Schlacht ist vorbei. Jupp, die Schlacht war vorbei. Wir verfolgen hier noch. Hier ist keine Verfolgung mehr notwendig. Hier könnte man noch... Ne, hier... Das ist ein Reiter, ne? Da komme ich eh nicht hinterher. Hier könnte man noch zusammenballern. Und ihr kommt zurück. Also wir hatten schwere Verluste an der Nahkampffront, aber... Oh, wir haben sogar wirklich eine fliegende Einheit. Ja, die weißen Löwen, wen wundert's? Sogar die Schwertmeister haben ganz schön kassiert. Entschuldigung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach wie vor, die Baumschrate schlagen sich immer noch am besten, vor allem jetzt, wo sie dann quasi immer besser werden. Ihr seht, der Nahkampfangriff von denen ist tatsächlich ziemlich kacke. Warum? Der ist irgendwie künstlich gesenkt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Was steht denn da dran? Glitzende Schuppenrüstung. Ah. Betrifft. Aber das ist doch minus 5. Das kann doch nicht sein, das ist minus. Das ist ja ein richtig heftiger Malus. Was haben die denn hier noch? Rettungszauber. Und das hier ist Horn der Isha. Das Lustige ist, ne, ihr seht, das ist ein Area-Effekt. Das ist nicht nur quasi ein Effekt, der auf die eine Einheit geht, sondern das ist ein Effekt, der auf die gesamte Einheit geht. Eigentlich müssen wir gucken, dass man die sehr, sehr zentral aufstellt mit dem Horn der Isha. Faszinierend, warum die so einen Scheiß... Ach, jetzt ist der Wert auf einmal ein bisschen besser. Aber schaut euch mal diesen Unterschied an, der ist ja gewaltig. Die Nahkampfabwehr ist halt super von diesen hölzernen Viechern. Das sind halt die perfekten Tanks, ne? Reagiert das jetzt auch nochmal heute? Hallo? Dankeschön. Kann man echt nicht sagen, ne, was wir jetzt hier gerade eben hingekriegt haben. Und unsere Armee ist noch nicht mal voll im Goldmodus, ne? Trotzdem finde ich es immer noch schade. Ich finde es wirklich schade. Eigentlich sogar schon richtig grob fahrlässig, wenn es nicht sogar schon absichtlich war von CA, dass Alariel die Waldgeister halt nicht auch irgendwie leveln können. Ich nehme hier wieder das hier. My light shines bright. Die Zwangsarbeit. Denn Leben ist wertvoll. Alariel the Ever Queen. So, wir haben ein Level-Up hier zu machen. Unsere Armee ist im Grunde eigentlich voll einsatzfähig. Vor allem gegen einen so angeschlagenen Gegner wie diesen hier. So, Quartiermeister. Werden wir wieder machen. Reduziert nochmal den Unterhalt. Das ist halt auch eine scheiß teure Truppe, ne? Oh, da haben wir sogar noch hier beim Daldrax-Bau hier die Unterstützung dabei. Sag mal, wollt ihr mich verarschen, ey? Gerade eben die Typen aus dem Feld geholzt und jetzt sollen sie angeblich schon wieder ein schwerer Gegner sein? Ja, das glaube ich jetzt erst, wenn ich sehe. Vor allen Dingen, wenn es jetzt hier so wäre, dass der Gegner
Also wenn wir jetzt hier keine Pfeile mehr hätten, ne? Wenn die Pfeile jetzt sozusagen pro Spielrunde wären und nicht pro Kampf, dann würde ich sagen, yo, da könnte man jetzt unter Umständen in eine gewisse Situation geraten, aber das ist ja nicht so. So. Unsere kleinen Holzis hier. Ich und mein Holz, ich und mein Holz, ich und mein Holz. Falls ihr das Lied kennt, entschuldigt bitte, dass ich euch jetzt vielleicht wieder diesen Ohrwurm ins Ohr gesetzt habe. Wir machen das wieder wie beim letzten Mal. Ihr geht dahin, ihr geht dahin und jetzt, oh Gott, jetzt klingelt mein Telefon. Bin gleich wieder da. Und da bin ich auch schon wieder. So, ja, also wie ihr seht jetzt schon, dieses Verhältnis eigentlich ein Ausmaß an Lächerlichkeit, aber who cares. Wir stellen uns auf, wie wir es gelernt haben, schön verteilt, dass überall die Moral ist und fangen einfach an zu ballern. Wir haben so eine ganze Menge prima Ballerinas hier. Was will ich mit denen denn jetzt hier machen? Ja, einfach schießen. Also ich finde es immer wieder fragwürdig, dass die KI wirklich der Meinung ist, weil sie, oh, das könnte ja ein harter Kampf werden. Wir haben noch nicht mal unsere Verstärkung gehalten. Jetzt ist die Verstärkung da. Wo sind die denn? Keine Ahnung. Mir auch egal, da hinten kommen sie an. Kommt doch mal hier hin, Leute. Da kommt wieder irgendetwas angehonselt. Weißt du was? Ich mache hier direkt mal einen Drachenkampf. Die können ja gar nichts machen, so wie wir hier dastehen. Ich hol mal die weißen Löwen darüber. Auch hier können sie nicht wirklich flankieren, merkt jetzt gerade eben die KI auch. Das wird für sie sehr, sehr verwirrend sein. Na komm, dass die Erzzauberin selber killen gehen. Das Ding versucht ja tatsächlich Feuer zu spucken, was auch sehr, sehr sinnvoll ist gegen unsere Einheiten, aber... Der Kampf ist hier natürlich schon vorentschieden. Ich muss nicht mal zaubern, wisst ihr? Kommt, knallt den da oben mit raus. Ja, und die Hydra hier ist tot. Kann man eigentlich jetzt hier direkt jedem hier nochmal die Aufgabe geben, eine Einheit rauszuschießen. Ganz easy going. Die wurde auch besiegt. Und ich muss gar nicht weitermachen. Es ist vorbei für die. Es ist schlicht und ergreifend zu Ende. So, ich habe jetzt übrigens keine Ahnung, weil ich gerade eben einen Cut machen musste, wie lange diese Folge jetzt schon gegangen ist. Ich gehe jetzt mal momentan von 10 Minuten aus. Wenn diese Folge jetzt halt jetzt plötzlich ein bisschen kürzer ist oder ein bisschen länger, ich weiß es nicht, dann ja, bitte ich das jetzt einfach so. Darkness is kept at bay. So, wieder das hier. Und damit sind die erledigt. Und das Ding hier kann uns egal sein. Sag mal, wie können die zweimal davonlaufen? Alariel, the Ever Queen. Normalerweise... Die hatten wohl noch Bewegung übrig. Jetzt nicht mehr. You will serve me. Na also... Mistress of the Undying Forest. Und jetzt sind wir hier drin. Und wir können nochmal hier die Kosten reduzieren, Quartiermeisterli. Dafür brauchen wir... Ja, das würde jetzt ab jetzt, glaube ich, sogar gehen. Brauchen wir nur 3. Ja, das ist halt auch geil, eine Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Allein das ist diesen Schritt wert zu gehen. Was will ich ihm jetzt geben? Den Feindesjäger? Nee, ich mache ja immer noch das hier. Ich mache immer noch so einen besseren Kämpfer. Ja, eine ganze Menge Gedöns, die wir das jetzt hier bekommen haben. Daldras Bau ist halt immer noch... Hat sehr gelitten. Ich kann verstehen, dass sie ein bisschen angepisst sind. Ich hoffe, dass die hier nichts machen. Wir müssen jetzt halt eigentlich versuchen, Nagarond irgendwie zu nehmen. Im Ideal, also wenn wir es nicht halten könnten, müssten wir es zerstören. Aber ich denke, wir können es halten. Da oben gibt es nochmal... Oh.
Wir haben einen Grund einzunehmen. Sehe ich jetzt gerade eben erst wieder. Es ist auch in Reichweite. Ich serve the Phoenix King. Apropos Dinge, die in Reichweite sind. On my way. Elysia. Was machen wir hier noch? Immer noch ausbilden. Ich wünschte, mich könnte ja schon mehr Leute rausholzen, aber... Nächste Runde. Und ich möchte ja auch endlich mal ein bisschen Kavallerie haben. Das Problem ist bloß, ich kann, glaube ich, noch immer noch nirgendwo Drachenprinzen ausheben. Da sind wir noch meilenweit davon entfernt. Weil mir das entsprechende Gebäude fehlt. Ich habe, glaube ich, nirgendwo ein Gebäude, mit dem man Drachen endgültig hochpushen kann, ne? Fehlt komplett. Ich habe zwar hier das mit den Zofe und so weiter und so fort, aber ansonsten nicht. Schwestern von Avalon, Zofe. Ich möchte noch mal den Zofe noch ausheben. Oder nee, warte mal, eigentlich irgendjemand, der zaubern kann, wäre besser. Diese Armee hat keinen Zauberer. Na egal. Kann es gerade eben eh nicht ändern. So, die finden uns jetzt hier immer geiler. Genauso wie Lothar. Und die sowieso. Lord of the Phoenix Court. Behold the Phoenix Court in all its splendor. Misguided. Ich versuch's halt immer wieder, wisst ihr? Greetings. Let us discuss terms. Verklickt! Das wollte ich nicht. Halfwit. Ja, schon klar. Er will halt nicht. Er will halt nicht. Gut, dann wollen wir mal... Wir sehen, unsere Macht wächst. Oder die von Lothar sinkt, je nachdem. Ich würde mir auf jeden Fall Elysia holen. Wenn Tor Corwali fallen sollte, würde ich es mir auch einverleiben. Sofern möglich. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir das gehalten bekommen. Wir müssen jetzt halt so nach und nach mehr Armeen hochziehen. Parallel am besten so 3 Armeen allein in der Heimat haben. Um dann quasi die entsprechenden Gebiete zu verteidigen, wenn wir dann unser eigenes Ritual durchführen. Falls ihr dieses Klacken gehört habt, ich trinke gerade eben nebenher ein bisschen was und diese blöde Plastikflasche, die ist nicht stabil. Allein deswegen, Plastik ist böse. Die Kolonien der neuen Welt wurden vernichtet, Armee blockiert und fehlgeschlagen, eine Rebellion steht bevor, schwarze Flut. Ja, wissen wir, dass das passiert. Mission erteilt, plündert oder reißt in der folgenden Siedlung ab der Dunkelelfen, gibt 30 Fähigkeitsspieler. Sounds nice. It shall come to pass. Was wollen die denn hier? Darum kümmern wir uns gleich. So, Daldrax-Bau wird ausgebaut. Wir machen inzwischen so viel Geld. Ich könnte hier tatsächlich Kavallerie ausheben. Da fehlt es noch ein bisschen. Da können wir dann irgendwann mal Drachenprinzen ausheben. Und hier sind die Streitwägen drin und die rapide Speerschleudern. Und wir können unser Ritual ausführen. Oh Gott, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst davor. Weil es halt bis jetzt schon zweimal so gut geklappt hat, ne? Also, muss man ja sagen, wir haben da ja eine Erfolgsgeschichte hinter uns, die ihresgleichen sucht. So, jetzt nehmen wir Elysia ein. Meins. A triumph for Ulfhorn. Und einfach besetzen. So, uns gehört jetzt ganz Grace. Was ist denn das hier? Holz. Oh. Wir können es direkt vergrößern hier. 24 Chaos-Korruption. Da bin ich jetzt aber extrem dagegen, dass es so weitergeht. Und ich muss jetzt hier noch eine Grenzpatrouille einrichten. Ansonsten können wir jetzt, glaube ich, die andere Armee weiter ausbauen. Ja, so gefällt mir das. Ja gut, das Problem ist, jetzt kann ich halt wieder nur... Das hätte ich schon vorher machen sollen. 2 Stück davon sollten wir definitiv hier mit dabei haben. Will ich Baummenschen mit dabei haben? Dauert nur 4 Runden. Silberhelme.
gerade ein bisschen hin und her gerissen, was ich machen soll. Ich habe noch ein bisschen Platz in der Armee. Was wollen wir nehmen? Das hat 120, das hat sauschnell, ne? Bogenschützen der Allies. Könnte sinnvoll sein, wenigstens eine Einheit dabei zu haben. Hey, die kommen ja gleich mit einer richtig elitären Ausbildung daher. Machen wir zwei. Und zweimal Silberhelme, dann sind die hier schon mal beschäftigt. Und lasst uns nochmal eine weitere Einheit hiervon machen. Nee, Blödsinn. Ich will da einen Helden reinpacken. Okay, dann ist diese Armee hier im Grunde fertig, sobald die hier alles haben. Ich muss jetzt bloß gucken, wo ich jetzt hier den Magier herbekomme. Das dürfte hier sein. Nein, ich will keinen Kommandanten. Verklickt. Das Verklicken ist das neue, richtig machen. Oder ich mache einen Lehrmeister. Lehrmeister ist eigentlich auch nicht schlecht. Die können ein bisschen zaubern. Das ist ein Schüler. Waffenstärke für alle Einheiten im Kampf gegen Chaos und Norska. Beschützt. Mhm. Glückspilz. Allzeit bereit. Kraftlos. Oh Gott. Unternehmer. Mhm. Verwalter. Gibt es nicht irgendetwas, was ihm auch irgendwie... Ja, genau. Hier, allzeit bereit. Was ist das hier? Himmel, Schatten, hohe Magie. Verneiner. Nicht alle in einem schlechten... Nicht in allem Schlechten liegt das Gute schon verborgen. Seine Fähigkeit fügt Kämpfern Schaden zu. Leiter. Erhöhter Schaden durch rüstungsdurchdringende Explosion. Erhöhter rüstungsdurchdringender Schaden. Das klingt gut. The winds are rising. Also haben wir da schon mal jemand. Mission erfolgreich, rekrutiert einen Helden, haben wir gemacht. Gibt immerhin 6 Wegsteine später. Die Apotheose. Schild von Zafiri. Der noch Seelentilgen klingt gut. Wirbelsturm klingt gut. Und damit sind wir eigentlich schon wieder hier mit ihr jetzt fertig. Ja. Gental, Tor Elyr und Tor an Rock durften sich selbst gut verteidigen können. Das Ritual ist im Gange, mein Herr. Auch wenn Sie zusammenarbeiten, wird die Vollendung eure besten Adepten... Ja, wir wissen das. Doch habt Acht. Ja, wir wissen das. Denn wenn der Mahlstrom geschwächt ist... Fuck it. Jetzt kommt die tatsächliche Armee. Okay, wir müssen etwas ändern. Dinge, die 2 Runden dauern, können wir jetzt hier gerade eben nicht akzeptieren, sondern nur Dinge, die eine Runde gehen. Ach Gott, ist das ärgerlich. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja. Aber gegen Chaos sind die Ellurianischen Grenzreiter eigentlich schon immer sehr, sehr gut gewesen. Weil das Chaos sie in der Regel nicht erreichen kann. Machen wir es doch mal so. Ja, wir hätten sogar noch die Möglichkeit, noch einen weiteren zu rekrutieren, wie ich gerade eben sehe. Was will ich denn noch rekrutieren? Ach komm, mach mal noch einen 5. raus, was soll's? Das hat eine sehr, sehr unorthodoxe Armee. Sie hat auch ein Level-Up durch ihren Sieg. Oh, jetzt kann ich entscheiden, in welchem Dienst sie arbeitet. Öffentliche Ordnung, Führung für Phönixgardisten, Unterhalt für Phönixgardisten. Nein, im Dienste von Hoes. Energiereserven und dann im Dienste Ishas. Physische Resistenz, ja. Führerschaft, Bogenschützen, Unterhalt, Speerträger, Bogenschützen, Verlustverstärkungsrate, nee. Schade, Dienste Ishas wäre lustig gewesen, aber in dem Fall bringt uns das nichts, denn sie hat ja auch jetzt nicht unbedingt so die klassische Armee. Sie hat, glaube ich, eher hier im Dienste Matlands, was, weil wir ein paar Seegardisten mit ihr dabei haben. Wir können gerade mal gucken, der Seegardisten, Bogenschützen. Ja, wobei, sie hat alles Mögliche. Die hat so eine Kraut- und Rübenarmee. Oh mein Gott. So eine richtige Kraut- und Rübenarmee. Dienste Hoeth.
Dienste Walls, Drachenprinzen, Dienste Kronos, Weiße Löwen. Ich glaube nicht, dass man Weiße Löwen geil hinbekommt. Egal, was man macht. Denk. Führerschaft für Bogenschützen, nee. Ich glaube, ich mache jetzt mal was ganz anderes mit ihr. Weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass hier irgendwas dabei ist, was mich jetzt hier gerade eben wirklich weiterbringt. Mache ich sie einfach mal selbst, Mut der Zeitalter. Und damit kann ich die Runde beenden, würde ich sagen. Ihr könnt hier nicht mehr laufen. Hab mich mit allen bewegt. Nee, habe ich gar nicht. Mit Alariel habe ich mich noch gar nicht bewegt. Genau, hier wollten wir noch was machen. Die müssen weg. Ich kann den gar nicht den Krieg erklären. I foresee destruction. Was willst du da? Keine Ahnung. Ich kann dir nicht den Krieg erklären. Wahrscheinlich, weil das eine Armee ist, die da hingeht. Ich könnte jetzt aber auch nochmal hier eine Interventionsarmee machen. Komm. Lasst uns doch mal richtige Drecksbratzen sein. Wo ist denn jetzt diese Interventionsarmee? Die entsteht jetzt wahrscheinlich erst, oder? Werden wir sehen. Und Lothar ist wieder am Start. Schon wieder hat sie ein paar in so einen Rattenpack zu uns geschafft. Wahnsinn. Ich möchte ja nicht gleich sehen, was genau, was die machen. Klick, ich hab geklickt. Lasst mich sehen, was ihr tut. Die geht. Okay. Hellebronn hat Mauern beschädigt. Nee, ist das überhaupt Hellebronn gewesen? Das sah so aus, als ob das mit Hellebronn zu dummischer Blutkessel gewesen wäre. Nee, das ist der Hellebronn. What the fuck? Und von da unten kommt Malekith höchst persönlich an. I see the truth hidden behind your words. Alles klar. Und alle machen mit. Die Ratten haben sich gerade eben sehr, sehr viele Feinde gemacht. Sehr viele Feinde. Aber das dürfte eine Interventionsstreitmacht gewesen sein, die das jetzt hier ausgelöst hat, nehme ich mal an. Ui, haben die Kalidors Ruhe genommen. Hat er tatsächlich das Scroll-Cut hier gewonnen? Oh Gott. Unsere Verbündeten verkacken so hart. Es sind aber auch viele Feinde jetzt hier unterwegs. Wir sehen, das wird nicht einfach, was da auf uns zurollt. Das ist gerade eben sehr, sehr interessant, sich anzuschauen. Ich finde es auch gerade eben nicht unwichtig, dass wir sehen, was sie tun. Ja, der interessiert mich gerade eben nicht so hart. Interventionsstreitkräfte der Skaven, das interessiert mich. Die werden jetzt Gental einfach mal so rubbeln wollen. Lagerung findet statt. Und hier gibt es auch einige Dinge, die interessant sind. Ja, die ist nicht. Die sind mir sowas von wurscht egal. Diese blöden Chaos-Streitkräfte, die sich mitten in Avalon, natürlich mitten im Avalon, einfach so magisch aus den Bäumen geschält haben. Ihr wisst, was ich meine. Eine der heiligsten und unbeflecktesten Wälder überhaupt, aber naturellement kommen die hier an. Aber wenn die sich jetzt hier zusammenschließen, ist aber hier für immer schiefer. Ist nicht wahr, ey. Okay, meine lieben Freunde. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage, macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüssi und ade.